Ich probiere hier. Entschuldigung. Mal gerade was aus. Und zwar habe ich heute einen sehr freien Sonntag. Und ich genieße gerade so ein bisschen einfach mal. Einfach nur Zeit und Ruhe für mich zu haben. Mal nichts tun zu müssen. Und sitze hier bei YouTube, gucke ein bisschen Fernsehen. Halt so selbst zusammengestellt ist das Programm, was ich gerne sehen möchte. Und habe hier so ruhige, entspannende Videos gefunden und hab heute was Gras bekommen und hab mir eben schon ein Köpfchen geraucht und nutz einfach mal die Gelegenheit, was zu machen, was ich sehr, sehr selten mache. Nämlich mal einfach ruhig auch ein bisschen mehr zu rauchen. Über den Pegel hinaus, den ich normalerweise halte. Halt den Pegel, wo ich zwar rauchen kann, aber noch alles andere machen kann, dass es mich halt nicht behindert bei irgendwas. Und dann sitze ich hier so und habe mir gedacht, jetzt drehst du dir noch ein Tütchen. So, und meditierst einfach noch mal ein bisschen. Und darüber kam ich dann irgendwie so ein bisschen ich kam halt auf ein existierendes Problem, das ich habe, wo ich bis jetzt noch keine wirklich einfache und leicht umsetzbare Lösung für gefunden hatte. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, so diese ganzen Gedankengänge, die ich in meinen Meditation, die ich allerdings sehr oft habe, also dafür brauche ich nicht zu kiffen, aber ich nutze gerade einfach mal die Gelegenheit. Das Schöne ist halt, wenn ich geraucht habe, dann kann ich auf jeden Fall immer ganz, ganz frei denken. Das ist halt der Grund, warum Kiffen in Deutschland ungern gesehen ist, verboten ist, eigentlich illegal. Weil ja, diese Gleichgültigkeit, die so verteufelt wird, die dabei, ne, so die Gefahr, ne, es ist eigentlich nicht die Gefahr, wenn man das richtig zu nutzen weiß, dann kann man halt eben diese Offenheit, die dadurch entsteht, dass man halt aus seinen alten, ne, dass man so ein bisschen Abstand gewinnt von dem Rauschen in seinem Kopf, das einen den ganzen Tag über so irgendwie ja verfolgt, dass es in einem drin ist. Ja, und dann sitze ich hier halt so und habe mir so gedacht, wie schade ist das eigentlich, dass diese Gedanken, die ich in meinem Kopf habe, immer nur in meinem Kopf sind. Und das ist halt das Problem, was ich schon seit längerem habe, weil ich halt gedacht habe, da muss es doch mal irgendwann einen Weg geben, meine Gedanken aus meinem Kopf irgendwie rauszuholen. Und die Schnittstelle ist natürlich eben die Sprache. Und so habe ich jetzt gerade hier, glaube ich, einen Weg gefunden. Ich glaube, ich werde mir in der nächsten Zeit öfter mal diese Zeit einfach nochmal nehmen, mich mal aus allem rauszutun und mich abends dann auch einfach hier hinzusetzen. Also so wie ich halt sowieso abends sitze. Ich mache letztendlich nichts anderes. Ich bin nur nicht auf die Idee gekommen, es halt eben genau so zu machen, wie ich es jetzt mache. Einfach den Kopfhörer aufzusetzen, Adobe Audition 1.5 anzumachen, auf den Record-Button zu drücken und dann einfach den Gedanken freien Lauf zu lassen und einfach nur auszusprechen,
was ich gerade denke. Ich habe gerade auch nichts anderes im Kopf als das, was ich gerade denke. Ich überlege mir nicht, was ich sagen will, sondern ich sage einfach das, was ich gerade denke, spreche ich einfach aus. Und das ist halt das, was ich eigentlich immer schon mal machen wollte. Und dann gehen mir natürlich jetzt auch so ein paar Gedanken durch den Kopf gerade. Ja, haha, schön, kann ich jetzt einfach aufgreifen, wie toll. Und dass mir halt einige Leute, die meine Videos kennen, auch gesagt haben, ups, Tüte ist ausgegangen. Sowas. Ja, es ist halt so, dass ich mir durchaus bewusst darüber bin, dass mein Gesicht nicht in jedes Schönheitsideal passt. Und es gibt halt einige Leute, die dann halt auch schon gesagt haben, ich kann mir nicht deine Videos angucken, aber ich mache halt den Ton an und mache einfach das Bild weg. Aber es ist mir einfach, ne, das ist eine ganz normale Sache. Ich kann auch nicht alles oder sehe auch nicht alles gerne. Hier habe ich jetzt echt die Möglichkeit, das einfach mal genauso zu machen. Einfach mal chillig, vielleicht für den einen oder anderen auch, dass sich auch ein Tütchen raucht und einen Hintergrund mal zu basteln, den man normalerweise mit Musik ausfüllt oder so. Deswegen lasse ich hier die Musik einfach mal weiterlaufen, die ist schön chillig. Ich hoffe, ich verletze damit keine Copyright. Aber egal, was soll das? Kann ja wohl nicht im Sinne des Erfinders sein. Martin? Scheiß Feuerzeug, komm, geh an. Ja, komm. Komm, du schaffst das. Ach so. Nee, so schaffst du das nicht. Ich habe das eigentlich ziemlich oft so, wenn ich in die Stadt gehe, halt immer die eigentlichen Ruhephasen, wo ich auf Autopilot stellen kann und im Prinzip letztendlich auf nichts weiteres achten muss, als ob von irgendwoher irgendein Alarmsignal kommt und ich im Prinzip meinen Kopf freischalten kann. Ich kann meine Gedanken laufen lassen. Ich bekomme dabei trotzdem nach wie vor mit, wer um mich rum ist. Also meine Augen sind nicht blind in dem Moment. Aber solange ich mich mit keinem anderen unterhalten kann, weil keiner bei mir ist, kann ich die Zeit nutzen, mich mit mir selber zu unterhalten. Das brauche ich halt normalerweise nicht laut zu machen, aber das hat dann halt eben auch den Nachteil, dass es keiner hören kann. Und so mache ich hier mal kurz eine kleine Premiere. Was ist das denn für ein 15? Ich habe keine Ahnung, was das war. Macht aber auch nichts. Ja, schön. Schöne Idee. Schön, das so mal zu machen. Also ich glaube, das werde ich wirklich jetzt demnächst mal öfter machen. Dann finde ich eher meine Möglichkeiten, meinen Kopf wirklich auch für andere Leute gläsern zu machen. Und es ist so wichtig, dass mein Kopf gläsern für andere Leute ist. Das ist eigentlich für jeden wichtig, aber also, oh, jetzt ist das Ding schon wieder aus, das kann aber nicht wahr sein. Es ist so wichtig, den Kopf gläsern zu machen für andere Leute, weil wenn die anderen nicht wissen, was in meinem Kopf los ist, dann ist es natürlich auch sehr schwer, die für sie zu wissen, wie sie mich zu nehmen haben. Wenn ich die Leute nicht wissen lasse, was in meinem Kopf losgeht, dann kann ich nicht von denen oder abgeht, dann kann ich nicht von denen erwarten, dass sie wissen, wie sie mit mir zu hantieren haben. Damit es reibungslos läuft und problemlos. Das ist halt auch so das Ding mit der Telepathie. Ich wusste immer, dass da was war.
Ich wusste immer, dass an dieser Telepathie-Geschichte irgendwas dran war. Auch wenn ich keine Ahnung hatte, was ich damit anfangen sollte, weil ich eben keine Ahnung hatte und keine Aufklärung darüber finden konnte. Und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen, einfach auf alles zu achten, was in meinem Körper eigentlich passiert. Was für Signale eigentlich mein Körper an meinen Geist schickt. Oder an meine Seele. Und was diese Signale eigentlich zu bedeuten haben. Und darüber bin ich dann halt auch irgendwann auf den Punkt mit der Telepathie gekommen. Weil Telepathie letztendlich nichts anderes ist als die Schwingungen anderer Menschen oder anderer Lebewesen, andere Schwingungen aufzufangen. Egal was für Schwingungen das sind. Und naja, das ist natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen schwierig, sich die Telepathie zunutze zu machen, wenn man Geheimnisse hat, die es dann einem letztendlich ja nicht mehr möglich machen, den Kopf tatsächlich gläsern zu machen, weil wenn man Geheimnisse hat, dann ist das natürlich, dann ist das Problem da, dass man sich eigentlich gar nicht wirklich vollends mitteilen kann. Also wer Geheimnisse hat, der schadet sich eigentlich selber mehr als anderen. Das ist das, was diese Geheimgesellschaften irgendwie nicht verstehen. Wenn ich die Mehrheit aller Menschen quasi gegen mich stelle, indem ich mich selber gegen sie stelle, dann ist das dann irgendwann kein Wunder, wenn die das dann mal irgendwann mitbekommen. Ja, und dann bekommen die natürlich dann auch mit, was für eine Mehrheit sie dann sind und dass sie sich das halt absolut nicht bieten lassen brauchen. Und dann ist das halt natürlich sehr hilfreich, wenn der Kopf gläsern ist. Der Herr Schäuble will uns ja alle gläsern haben. Er hätte uns ja am liebsten ja absolut durchsichtig. Und das ist das Problem, was der Herr Schäuble mit mir haben dürfte. Ich bin quasi noch gläserner als er. All das, was er da über mich verhängt, kann mich letztendlich selbst nicht treffen, weil ich ja sowieso schon tue, was ich kann, um nach Möglichkeit die Welt alles über mich wissen zu lassen, damit die Welt weiß, wer ich bin. Also jetzt nicht bezogen auf, dass jeder den Bauchi kennt. Aber halt die Welt, die für mich existent ist. Halt mein Umfeld. Meine Welt. Die Leute, mit denen ich zu tun habe. Die müssen wissen, wer ich bin. Wenn die nicht wissen, wer ich bin, dann kann ich kaum von denen verlangen, dass sie mich entsprechend behandeln. Deswegen muss mein Kopf gläsern sein. Deswegen kann ich Geheimnisse nicht mehr wirklich brauchen. Also wenn mir Menschen was anvertrauen, dann ist das was anderes. Dann sind das nicht meine Geheimnisse, das sind nicht meine Daten. Ja, mit anvertrauten Daten und Informationen gehe ich halt auch entsprechend um. Das bedeutet nicht immer, dass ich die nicht weitergebe. Weil ich manchmal halt eben merke, jemand sagt mir was, weil er die Traute hat, es mir zu sagen, aber es betrifft eigentlich eine dritte Person und die müsste das eigentlich wissen. Und solange die das nicht weiß, ist da auch keine Problemlösung in Sicht. Und dann passiert das halt schon mal, dass ich auf den ersten Blick Menschen bitterböse enttäusche, weil ich mir anvertraute Geheimnisse preisgegeben habe. Und dann ausgerechnet dieser Person, das dauert immer ein bisschen,
Aber irgendwann kriegen die Leute dann mit, dass ich halt eben zwar diese Information weitergegeben habe, aber in keinster Weise irgendwie ihr Vertrauen missbraucht hätte, in dem Sinn, dass ich irgendwas getan hätte, um ihnen zu schaden. Wenn ich sowas dann mache, wenn ich solche Sachen dann weitergebe, dann ist das grundsätzlich, weil ich damit ein ganz bestimmtes Ziel verfolge, das natürlich eine Besserung der Situation dient. Und damit ist jede Information, die an mich gegeben wird, auf jeden Fall immer wieder, also das kann ich jedem versprechen. Alles, was ihr mir gebt, alles, was ihr mir in die Hände gebt, werde ich konstruktiv und produktiv nutzen. Das ist einfach nicht mehr meine Art, irgendetwas gegen irgendjemanden zu verwenden. Das ist einfach Zeitverschwendung für mich. Ich weiß, dass ich... ich weiß, dass ich, wenn ich irgendetwas gegen jemanden verwende, irgendjemanden gegen mich aufstelle, warum soll ich das denn machen? Damit hole ich mir doch selber den Stress ins Haus. Ich will keine Gegner mehr haben. Ich will keine Feinde mehr haben. Und deswegen erkenne ich auch einfach keine Feinde mehr an. Die Musik ist tot. Ich mach mal neue. Oder ich mach ein... Wow. Ich mache einfach die nochmal an. Was wir hier gerade hören, ist übrigens, ich log das mal, wenn ich es, ne, so viel Copyrights kann ich dann wenigstens machen, wenn ich das hier schon nutze. Hau ich das mal bei mir in die Favoriten einfach rein. Ihr werdet es dann finden, wenn ihr auf youtube.com/ichbinbauchi geht in meinen Favoriten. Und das heißt hier Virtual Serenity, The Journey Within. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Wiederholen. Hupsala. Und... Ah, jetzt geht's los. Da ist die Musik wieder. Ja, die ist schön ruhig. Ne, das ist natürlich, oh. Also ich weiß, gestern habe ich hier noch ganz andere Musik gehört. Gestern lief hier Fluke und Rob Dugan. Gestern brauchte ich ein bisschen Beats. Aber jetzt hier und genau für diese Situation. Das ist ja eigentlich der perfekte Soundtrack. Wenn man was mit Ruhe machen will, dann verschafft man sich am besten dafür ein ruhiges Set und Setting. Nach Möglichkeit, wenn es geht. Also letztendlich ist die Kunst, in jeder Situation die Ruhe bewahren zu können. Aber jetzt... Prost. Das ist total lustig. Ich stelle mir das jetzt irgendwie so vor, dass... Haha, das ist... Ich stelle mir einfach vor, jemand sitzt hier auf dem Sofa außerhalb meines Blickwinkels und denkt einfach laut mit mir. Passiert ja schon mal. Also so, das passiert ja sowieso echt schon mal so. So abends hier sitzen, einfach laut denken. Und dann ist es halt oft so, dass ich rede. Und die anderen mir einfach zuhören. Es ergibt sich einfach so. Es ist nicht, weil es sein müsste. Ich höre auch sehr gerne zu. Ich höre sehr gerne zu. Aber meistens habe ich halt einfach mehr zu sagen als die anderen. Und es nimmt dann einfach mehr Zeit in Anspruch. Aber sie hören zu. Und so stelle ich mir jetzt hier vor, dass auch einfach irgendwo jemand gerne zuhört. Einfach, weil er es möchte. Das ist ja schön an den Dingen. Das kann man... Also das hier kann man ja wohl keinem aufzwingen. Das nehme ich zurück. Es gibt Leute, die finden für alles eine Möglichkeit.
Aber genau das ist ja das, was ich eigentlich jedem vermitteln möchte. Man findet eigentlich immer für alles eine Möglichkeit. Nur die meisten davon sind verboten. Ja, dann ist es halt eben dumm, wenn man sich was verbieten lässt. Von irgendwelchen Leuten, die meinen, sie dürften uns was verbieten. Was absolut lächerlich ist. Die haben einfach nur noch nicht begriffen, was Augenhöhe ist und was es bedeutet, dass jeder gleich viel wert ist. Die wissen es nicht. Deswegen sind sie die ganze Zeit damit so beschäftigt, so wichtig zu sein. Warum machen die das wohl? Tja, wenn man nicht wichtig ist, dann muss man sich wichtig machen. Ich bin wichtig genug. Ich bin genauso wichtig wie jeder andere. Und ich wünsche jedem, dass er das mal möglichst schnell begreift. Dass wir alle gleich wichtig sind. Jeder Einzelne. Wir sind alle aufeinander angewiesen, wenn wir in einer schönen Welt leben wollen. Und unsere Welt sieht nur so scheiße aus, weil wir genau das nicht kapieren. Aber die Zeit wird kommen. Man kann das überall beobachten. Man kann überall beobachten, wie die Menschen interessiert sind an diesen Themen. Und es ist so lustig, so schön zu beobachten, wie ich mit jedem Menschen, der mir begegnet, mit dem ich die Möglichkeit habe, ein Gespräch zu führen, über diese Dinge sprechen kann. Sie sind in der Lage, es aufzunehmen. Und sie nutzen es als Denkanstöße. Was für ein schöner Moment. Ist das schön, wenn man nichts denkt? So fällt es einem am leichtesten auf, wenn man einfach das ausspricht, was einem durch den Kopf geht. Dann merkt man auf einmal, wenn man nichts mehr sagt. Manchmal ist das so schön, so in Ruhe und Frieden zu sein, dass man nichts mehr denkt. Alles ist eins. Und ich bin Teil davon. In dem Moment könnte ich irgendwo mitten in der Kälte sitzen. Und die Wärme in mir, die würde einfach nur
Selbst da könnte ich einfach durch die Liebe überleben. Glück ist das Schönste, was man erleben kann. Und es kommt nie auf die Umstände an. Die Umstände. Das sind die Dinge, die kommen und gehen. Ob ich glücklich bin, das liegt daran, wie ich mit diesen Dingen umgehe. Lass ich mich von denen umschmeißen? Oder kann ich mich so bewegen, dass ich locker drumherum komme? Das ist das, was ich immer das Surfen auf den Dingen, die da kommen und gehen, nenne. Da kommt eine SMS. Alles klar. Weibchen kommt nach Hause. Kann ich nachher vom Bahnhof abholen. Sarah war heute bis gestern nach Hürth gefahren, um Freunde zu besuchen. Und deswegen habe ich jetzt auch diese Zeit und Ruhe hier im Moment. Also das ist einfach nur selten, dass das tagsüber der Fall ist. Also was heißt tagsüber? Wir haben jetzt 7:45. Normalerweise sitze ich halt immer so nachts hier und denke und guck so im Internet mal rum, was andere Leute so in ihrem Leben beobachten und davon erzählen. Nichts weiter sind Informationen, die über Worte weitergegeben eigentlich. Beobachtungen. Aber da finde ich halt immer wieder eben sehr sinnige Denkanstöße. Eben viel sinniger als im Fernsehen. Ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. Die Magie des Fernsehens nicht mehr wirkt. Der Zauber ist gebrochen. Bei dem ganzen Glitter und Glamour merkt man halt eben langsam, dass es halt alles nur Show ist. Die Leute werden sich irgendwie immer bewusster darüber. Und das ist schön, das zu beobachten. Ermutigt. Das lässt mich wissen, dass ich an der richtigen Sache dran bin. Oh, das macht Spaß. Das könnte ein neues Hobby von mir werden. Ich bin eingeladen, nächstes Wochenende nach Obswede zu fahren. Bei Bremen. Ich
von Secret TV. Und die wollen da ein Interview mit mir machen. Was ich sehr schön finde. Das sind so Sachen, da freue ich mich drauf. Ich habe noch nicht die leiseste Ahnung, wie ich hinkomme. Ich habe allerdings freitags vorher irgendwann einen Tattoo-Termin. Und derjenige bringt mir 70 Euro mit, die ich dann zur Verfügung habe, um damit nach Bremen zu kommen. So gehe ich halt mit Geld um. Das ist ja gar nicht mein Geld. Warum soll ich denn das als Einkommen annehmen und steuern? Das ist etwas, was, ne, das ist Allgemeingut. Da ich keinen Besitz mehr anerkenne und alles, was man anfassen kann, als Allgemeingut anerkenne, ist auch Geld nichts anderes. So, und ne, wenn ich halt nur für Geld nach Bremen komme, dann ne, muss ich halt gucken, dass ich so viel Geld irgendwie bekomme, dass ich das halt machen kann. So, und ne, wie gesagt, das ist halt nichts, wo ich mir irgendwelche Vorwürfe für machen oder machen lassen müsste. Das, also, ich denke nicht, dass das aus der Perspektive noch irgendjemand als Schwarzarbeit ansehen würde. Ich meine, ich fahre nicht nach Bremen, um da, keine Ahnung, ich fahre nicht nach Disneyland oder so. Natürlich fahre ich dahin, weil mir das Spaß macht, sonst würde ich das nicht machen, aber ich verfolge doch damit einen höheren Zweck. So, es hat letztendlich halt eben nichts anderes als einfach nur die Sache machbar machen. So, was hat sich da ein Finanzamt da einzuschalten? Wenn ich jetzt von den 70 Euro noch das Finanzamt zufriedenstellen müsste, dann könnte ich schon wieder nach Bremen fahren. Das Geld ist schon wieder zu wenig. Was für ein Schwachsinn. Das hätten die gerne, dass ich nicht nach Bremen fahre. Na, Mikro mal auf Seite biegen hier. Ah, die leckere Trendy Cola. Ne, ist ja nicht. Ne, hier Finale Cola. Aus dem Penny. Die ist lecker. Schon keine Ahnung, was da alles drin ist. Ist da eigentlich auch Aspartam drin? Ne. Das ist kein Aspartam. Da müsst ihr euch mal im Internet drüber erkundigen. Das ist mir auch so eine Sache. Muss man ja wieder vorsichtig sein. Ist ja wieder Verschwörungstheorie. Der Manuel, der hier in der letzten Zeit einige Weilen bei uns verbracht hat. Sehr schön. Der erzählte was von einem Stoff, einem Süßstoff, der in Billigprodukten drin ist. Und das ist dieses Aspartam. Muss da mal drauf gucken. Also Eistee habe ich gesehen. Eistee-Granulat, so. Da ist das drin. Und so Billig-Eistees im Tetra-Pack. Und so, also ich habe jetzt einige Verpackungen halt schon gesehen, wo es auch drauf stand. Also ich beobachte das ja nur, ne? Ich gucke mir das, ne? Das hat mir mein Interesse geweckt und dann gucke ich mir das erstmal an. Also, warum das Ganze dann überhaupt interessant ist, ist wohl, weil... also Manu sagte, das ist wohl, Aspartam ist wohl ein Diabetiker-Medikament. Und das wohl halt auch süßende Wirkung hat und süßen quasi also jetzt diese ganzen Billigprodukte alle mit einem Medikament, also sprich einer Droge, ne, weil also da sind wir uns ja nun doch alle einig darüber, dass Medikamenten und Drogen eigentlich quasi das gleiche sind, nur ist das eine halt legal und das andere ist halt illegal. Sind halt alles Substanzen, die uns, ja, die uns beeinflussen. Ne? Und
Das ist halt insofern kein Problem, wenn man das halt steuern kann. Ne? So wie ich das halt mit dem Kiffen kann. Aber ich kann das zum Beispiel nicht mit Aspartam. Sondern wenn ich dann weiß, dass da ist Aspartam, also da ist irgendeine Droge in Eistees drin. Also da werde ich dann halt schon doch irgendwie auch immer so ein bisschen skeptisch. Ne? Und das vermiest mir dann auch ehrlich gesagt so ein bisschen auch die Laune auf diese Produkte. Und das ist mir auch egal, wenn irgendjemand sagt, ja, du kannst ja gar nichts mehr kaufen. Ja, das ist halt so, kann man halt, das ist dann, ne, dann will man die Sachen aber auch eigentlich ja nicht kaufen. Also ich will die nicht mehr. Also ich, mal ganz im Ernst, wenn ich in der Disco irgendwo was, also ich habe da früher nie ein Problem mit gehabt. Und je nachdem, wenn mein Bauch sagt, hier, nimm einen Schluck, dann ist das auch kein Thema. Dann weiß ich, dass das sicher ist. Aber im Normalfall, wenn man in eine Disco geht und da steht irgendwo was zu trinken rum, dann nimmt man das auch eher normalerweise nicht. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass in der Disco unheimlich viele Drogen konsumiert werden. Vor allen Dingen chemische, die sich in Getränken auch auflösen und so. Also, keine Ahnung. Na, also, ich bin hier im Endart in Düren gegangen, da brauchte ich sowas eigentlich eher nicht zu befürchten. Aber da stand eigentlich immerhin noch zu trinken rum und es gab Zeiten, wo ich halt einfach froh war, dass ich, weil ich überhaupt keinen Cent in der Tasche hatte, den lieben Ralf an der Kasse kannte, der mich ab und an auch einfach mal durchgelassen hat. So, weil er einfach wirklich auch ein lieber Kerl ist. So, und ja. Ich habe da einen schönen Abend gehabt und habe auf jeden Fall definitiv immer dafür gesorgt, dass ich da eher für gute Laune sorge als irgendwie für schlechte. Gerade an den Abenden, wo der Ralf mich da auch alleine auch umsonst reingelassen hat, da war ich wirklich Gast. Nicht zahlender Gast, sondern ich war Gast. Und dann war das für mich eine absolute Selbstverständlichkeit, mich da auch wie ein Gast zu benehmen. Ja, das ist schon alles. Ich an die Zeit zurückdenke von damals. Aber mit Drogen hatte ich ja da eh nichts am Hut. Aber um darauf zurückzukommen, das mit den, ne, mit dem Aspartam, so, mal ganz im Ernst, ey, das ist so ein Cocktail, der da rumsteht mit Drogen drin. Ey, dann kaufe ich so ein Zeug nicht mehr. Ey, wirklich, dann trinke ich lieber Wasser. Und das trinke ich eigentlich. Ne, also zwischendurch, es gibt so, als wir in Hürth waren, habe ich total gerne Wasser getrunken. Das Wasser hat mir sehr gut geschmeckt. Und so aus der Leitung trinke ich auch gerne Wasser. Aber Mineralwasser ist halt nicht so mein Ding. Aber da würde ich eher, glaube ich, lieber Wasser trinken als diesen Eistee noch. Auf jeden Fall. Fleisch esse ich halt eben auch nicht mehr. Ich bin kein Vegetarier. Ich kann einfach kein Fleisch mehr essen. So, und ich habe einfach keine Lust auf dieses Schubladendenken. Soll mich für einen Vegetarier halten, wer will. Ich bin ein freier Mensch und ich treffe meine Entscheidungen. Und wenn ich irgendwann mal ein Stück Fleisch vor mir habe, wo mein Bauch mir sagt, das iss ruhig und nimm es an. Dann weiß ich, dass ich da gute Energie in mich reinstecke. Aber nicht Energie, die aus der Fleischindustrie kommt. Die mit sich bringt, was auch immer entstanden ist, in 4 Jahren Leben auf 2 Quadratmetern in einer Box. Wo eine Kuh eigentlich 20 Jahre alt wird und nach 4 Jahren
dahin vegetieren, dann irgendwann zum Schlachter gebracht wird und massakriert wird guckt euch Earthlings an. Wisst ihr, wovon ich rede? Ich habe den Film gesehen und seit dem Tag kann ich kein Fleisch mehr essen. Und mir fehlt's nicht, die Bohne. Nicht ein kleines bisschen. Sehe ich denn bei diesem Programm denn hier überhaupt, wie viele Minuten ich habe? Der zählt, der rattert mir hier die Sekunden, aber ich kann nicht hier, jetzt muss ich hier 1321 Sekunden durch 60 rechnen. Da kann doch nicht mein Ernst sein. Steht das nirgendwo in Minuten? Was hat denn für ein komisches Programm? Ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Was ist denn 1300? Müssen ja hier 1200 müssen ja quasi 20 Minuten sein, ne? Aber das Video, das war doch so lang, das war doch 20 Minuten lang, oder nicht? Da ist er jetzt anderthalb Mal durchgelaufen, ein bisschen blöd, oder was? Was ist es denn? Was ist es denn? Ich weiß es nicht. 22 Minuten steht da. Muss er doch mindestens eine halbe Stunde durch. Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Naja. Ich mach mal aus, ich guck mal, was ich mitmache. Aber ich glaube, sowas mache ich jetzt öfter. Schön, sehr schön. Gefällt mir. Ja. Bis nächstes Mal.